Ich möchte in dem Sinne Sie nochmal begrüßen und der Karin Brucher danken, dass sie wie immer bewährt die Moderation übernommen hat. Und bitte die Karin, dass sie die Diskutanten, Diskutantinnen vorstellt. Und danke auch noch den Gerd Brix für die Räumlichkeiten und danke für die Getränke, die wir bereitgestellt sind. Dazu sind Sie herzlich auch von der Grünen Wirtschaft eingeladen. Danke. Ich darf Sie auch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Wirtschaftsdialog. Unser heutiges Thema sind Zukunftsperspektiven für Kärnten und ich darf Ihnen die Gäste am Podium vorstellen. Ich fange jetzt links an. Reinhard Lebersorger, er ist Steuerberater und er ist Kandidat für die Kärntner Grünen für die kommenden Landtagswahlen und zwar auf Platz 4, was nach derzeitigen Umfragen mit in etwa 13% den Einzug in den Landtag bedeuten würde. Gerd, bitte. Danke. Daniela Majoran, sie ist die Obfrau des Netzwerk Karma. Das ist der Absolventinnenverein der Fachhochschule Kärnten und zwar mit dem Schwerpunkt und Studienbereiche Wirtschaft und Management. Natascha Trohr-Arzberger, sie ist freiberufliche PR- und Marketing-Expertin, vor allem Schwerpunkt Italien und Tourismusbereich. Und sie ist die Regionsverantwortliche für den Tauschkreis Kärnten, also für den Raum Villach. Und Matthias Köchl, er ist Unternehmer und Landessprecher der Grünen Wirtschaft Kärnten. Zum heutigen Thema habe ich mir gedacht, wenn man Zukunft gestalten möchte, dann muss man auch wissen, wie die Ist-Situation ausschaut. Ich habe mir zwar eine Menge Daten mitgenommen, möchte aber nicht damit beginnen, weil es schon zu technisch wird. Wenn man die Zukunft gestalten möchte, muss man auch wissen, wohin man möchte, was die Ziele sind und wie der Weg dorthin ausschaut. Und deswegen ist meine erste Frage, die ich an meine Gäste am Podium stellen möchte: Wie sehen Sie denn die Situation, die aktuelle Situation der Kärntner Wirtschaft in dieser Zeit? Und was gefällt Ihnen gar nicht und was würden Sie sofort und auf der Stelle ändern wollen? Ich knofel und ich fange mit dem Reinhard an. Schönen guten Abend. Ich denke, dass die Situation relativ schwierig ist. Wir haben auf der einen Seite junge Leute, die Kärnten verlassen, weil sie hier keinen Arbeitsplatz finden oder keinen Arbeitsplatz finden wollen. Wir haben auf der anderen Seite ein Landesbudget, das aus den Fugen gerät. Wir haben in den letzten 3 Jahren 500 Millionen Euro mehr Schulden angehäuft als zuvor. Das heißt, der Spielraum der Politik, hier finanziell etwas zu verändern, ist relativ gering. Ja, und was macht man in so einer Situation? Grundsätzlich kann man die Stimmung in diesem Land nicht von heute auf morgen verändern, sondern es ist ein langer politischer Prozess. Die Mentalität, die Einstellung der Menschen muss sich verändern und wir finden eine große Kluft zwischen Politik und Bürgern. Und deshalb denke ich, dass einer der wichtigsten Ansatzpunkte wäre, um die Situation grundlegend zu verändern, eine Bürgerbeteiligung in allen Bereichen, die die Kärntner und Kärntnerinnen betrifft. Und diese Beteiligung müsste sich erstrecken von wirtschaftlichen Beteiligungen, Beteiligungen im Betrieb, Beteiligungen an Energiegenossenschaften, Beteiligungen an regionalen Produktionsgesellschaften, Beteiligung an der Altenversorgung und so weiter. Also ich denke, wir kommen aus dieser Situation nicht heraus, wenn wir nicht das Potenzial, das in Kärnten ja vorhanden ist, durch eine massive Beteiligung der Bevölkerung, durch eine andere Politik, diese Bevölkerung mit einbeziehen. Und zum Beispiel solche Entscheidungen, dass KELAG-Anteile verkauft werden, ohne dass selbst der Landtag damit beschäftigt wird, zeigt, dass wir im Moment eine ganz andere Politikschiene fahren. Danke dir, Reinhard. Natascha, ich möchte dich gleich fragen als Nächste, dazu etwas zu sagen. Ja,
Danke vielmals. Also richtig, der Reinhard sagt es, der Spielraum in der Politik ist natürlich sehr, sehr gering aufgrund der finanziellen Gewahrung, sage ich jetzt einmal, des Landes. Von dem her ist aus meiner Sicht heraus die Gesellschaft zu mobilisieren, was auch speziell in Kärnten ein Thema ist, weil mir als Zugereiste, als Alemannin, die Kärntner Gesellschaft noch etwas zu verhalten ist für die Zeiten, die wir haben. Also da ist ein wichtiger Aspekt. Das Mobilisieren geht in Richtung Bürgerbeteiligung, geht aber auch in Richtung Solidarität stärken. Ganz wichtig für mich. Ein Aspekt, der in der Folge auch die Wirtschaft steigern wird. Denn für mich persönlich, aus meiner Sicht heraus, dadurch, dass ich auch beruflich so orientiert bin in Richtung italienischen Markt, sprich, ich habe in Paris studiert, ich habe in Italien studiert, ist einfach der Raum Kärnten mir noch zu wenig Bildungsraum und Arbeitsraum für Kärnten, Slowenien, Italien. Also hier, denke ich, sind die Potenziale zwar ansatzweise, werden sie erschlossen. Es gibt im Hochschulbereich sehr gut funktionierende Kooperationen, Institute, aber bei der kleinen Ebene, sage ich jetzt mal, müssen wir auch noch viel tun, und je mehr wir in die Bildung hineingehen, desto mehr stärken wir auch die Wirtschaft dann in der weiteren Folge. Langfristig keine Frage, aber für mich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ja, danke schön. Daniela, darf ich dich bitten? Gerne. Ich möchte vielleicht mit einem kleinen Beispiel anfangen. Ich habe einen Studienkollegen, der nach einem 6-jährigen Aufenthalt von Wien wieder zurück nach Kärnten wollte, weil er hier seine Kinder aufwachsen sehen wollte, und ist von seinen Wiener Kollegen eigentlich ausgelacht worden, ja? Wie man in ein Bundesland wie Kärnten zurückgehen kann, wo es solche Zustände gibt. Er hat es eigentlich relativ witzig formuliert und auch sehr salopp mir erzählt, nur man hat einfach gemerkt, wie seine Kollegen oder seine Freunde eigentlich in Wien ihn, also die waren wirklich fassungslos, beziehungsweise konnten es irgendwie nicht glauben, wie er freiwillig jetzt wieder zurückgeht, unter Anführungszeichen. Und ich denke, gerade dieses Bild von Kärnten beschämt mich persönlich als Kärntnerin, wenn ich so etwas erzählt bekomme. Und gerade hier, glaube ich, müssten wir am Image Kärnten einfach arbeiten. Ich denke, auch die Natascha wird das wahrscheinlich auch merken im italienischen Markt, wenn man über Kärnten spricht. Die Nachrichten gehen natürlich auch über die Landes- und Staatsgrenzen hinaus. Und ich glaube, dass hier ein großer Ansatzpunkt einmal wäre, um eben das Image von Kärnten wieder ein bisschen aufzubessern. Wir haben schon gehört, wie man eben Kellerg-Anteile verkaufen kann, und was in den letzten Nachrichten jetzt vom Land Kärnten von der Regierung auch gekommen ist, da wird mir wirklich schlecht, wenn man hört, dass man den Zukunftsfonds nach den Wahlen auflösen will. Ich denke, in Kärnten ist genug Familiensilber verscherbelt worden in den letzten Jahren, und so etwas dann schon wieder in Aussicht zu stellen, ist für mich blanker Hohn und eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Kärntner und für jede Kärntnerin. Auch die Wirtschaft sehe ich hier ein bisschen in die Pflicht genommen, indem man auch mit Hochschulen oder auch mit Schulen gemeinsam Projekte initiiert, um den möglichen Absolventinnen und Absolventen schon Möglichkeiten gibt, während der Ausbildung mit der Wirtschaft in Kontakt zu kommen und damit auch den Schülerinnen, Schülern, Studierenden einfach zeigt, Kärnten ist es wert, in Kärnten zu bleiben und nicht nach der Ausbildung einfach das Bundesland zu verlassen. Vielen Dank. Matthias, ich darf dich bitten. Die Vorrednerinnen und Vorredner haben eh schon vieles gesagt. Es ist einfach ein Problem des Umfeldes. Es wird oft so generell gesagt, die Leute ziehen weg, und wenn man das dann aber ganz konkret in nackte Zahlen anschaut, ist es erschreckend. Man kann es jetzt erkennen, wenn man nur mal schaut, die Anzahl der Wahlberechtigten von 2010 weg von der letzten Bundespräsidentenwahl bis heute sind überall in allen Bundesländern gestiegen, in Kärnten um 3000 Personen geschrumpft. Also 3000 Leute weniger innerhalb von 2 Jahren. Das einzige Bundesland, das schrumpft. Und wenn man das dann manchen freiheitlichen Politikern sagt, dann sagst du, überall ziehen die Leute weg. Das stimmt eben nicht. Kärnten ist das einzige Bundesland, das schrumpft in Österreich. Nicht einmal das Burgenland, wo es ja auch so unter Verdacht steht, schrumpft. Nein, Kärnten schrumpft. Das ist also ganz ein vehementes Problem. Ja, ich glaube, dass man
in Wahrheit schon die Chancen hätte, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Kreativwirtschaft, wo es ja in vielen Fällen egal ist, wo man sitzt mit seinem Computer. Da kann man auch in schöner Landschaft sitzen, wenn man mit der Welt vernetzt ist, wenn man global agiert. Da gibt es auch in Kärnten schöne Beispiele. Fällt mir jetzt ein, zum Beispiel in DIEX, eine Software Systems, die haben wir mal besucht. Die machen dort Softwareprodukte und sitzen wirklich da am Sonnenberg mit sehr vielen Angestellten und machen Software, die ja, Finanzdinge analysieren, sagen wir es einmal so. Es gibt Firmen wie die Windtech in der Schleppekurve, die hier die Windräder entwickelt, die dann aber in China produziert werden und auch in China verkauft werden, weil bei uns die Rahmenbedingungen nicht passen. Wir haben Solarfirmen, wir haben eigentlich ganz, ganz viel Potenzial, aber wir machen aufgrund der schlechten Politik, aufgrund des schlechten Umfelds viel zu wenig draus. Und da werden wir heute, glaube ich, den ganzen Abend noch drüber diskutieren. Ich wünsche mir auch, dass, wie soll ich sagen, dass wir nicht vergreisen. Das ist ja auch ein Problem. Wenn zum Schluss in der Freizeit außerhalb der Arbeit das Umfeld nicht passt, und um das geht es nämlich auch vielfach, dann gehen die Leute weg. Ja? Weil man kann auch so schön irgendwo arbeiten hier in der Umgebung, am Abend will man vielleicht einmal auf eine Veranstaltung gehen, auf eine Party gehen, ähnlich denkende Menschen treffen. Und wenn man quasi nur vergreist und die Musikantenstadelfraktion, ohne jemanden beleidigen zu wollen, in Kärnten antrifft, dann passt es halt nicht vom Umfeld. Ja? Ich persönlich behelfe mir damit, bevor ich auswandere, dass ich halt gerne mal wohin verreise. Ja? Okay, so haltet man es in Kärnten als Werbeagentur ganz gut aus. Im Internetbereich bin ich tätig. Das passt. Ich muss ein paar Mal im Jahr verreisen, weil sonst würde ich auf kurz oder lang auswandern. Rein vom Umfeld. Ist so. Vielleicht schaffen wir einfach ein anderes Umfeld und schauen, wie wir diesen Schrumpfungsprozess in den Griff bekommen. Ich würde mich auch nicht davor fürchten, auch endlich einmal Leute wieder ins Land zu lassen und nicht die Schotten hochzufahren und diese Grenzen-zu-Politik zu verfolgen. Das ist natürlich mit Vorsicht zu formulieren, ist gar keine Frage. Ja? Also, aber man muss auch einmal ganz offen und ehrlich sagen, wir brauchen Zuwanderung. Man kann jetzt darüber diskutieren, in welchem Bereich brauchen wir Zuwanderung, keine Frage. Welche Ausbildungsstandards sollte man voraussetzen, etc. Aber dass man generell so die Schotten dicht fährt und quasi zum Altersheim Österreichs wird, das kann es nicht sein. Und noch etwas wollte ich sagen, wenn ich jetzt die runde Frage zum Image, würden Sie eine Firma aufmachen in Sizilien? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Also grundsätzlich würden Sie einmal die Frage aufwerfen, muss ich in Sizilien jetzt eine Firma aufmachen, weil Sie Angst hätten, dass jemand kommt vom Image und nach Geld verlangt. Ja? Und ähnlich wird eben Kärnten leider auch im Ausland gesehen. Nur wir sitzen hier und da fällt es uns selbst oft gar nicht so auf, wie wir gesehen werden. Das Beispiel mit Sizilien sei mir in dem Zusammenhang einfach erlaubt. Weil da ist es nämlich dann auch den Kärntnern und Kärntnerinnen komplett klar, wenn man das einmal als Beispiel fragt. Danke. Ja, danke dir. Natascha, ich möchte dich etwas fragen, das mir aufgefallen ist. Du hast die Bildung angesprochen. Dann gibt es ja diese Neujahrsansprache vom Präsidenten der Industrievereinigung, dem Herrn Kulterer, der auch davon gesprochen hat. Also du gehst jetzt ganz d'accord mit der Industrievereinigung und das würde mich jetzt interessieren, ob du da noch genauere Sachen dazu sagen möchtest, wie du dir das vorstellst, wie das funktionieren kann. Na, prinzipiell geht es einfach bei mir darum, dass ich sage, Bildung und Sprachen sind immer Plus, ist immer die beste Basis, leider Gottes dorthin zu gehen, wo Arbeit ist, also ist auch klar. Zum einen natürlich wirklich eine qualifizierte Fachkraft zu sein, aber zum anderen auch der Arbeit etwas nachgehen zu müssen. Dieses amerikanische System wird uns über kurz oder lang wohl nicht erspart bleiben. Also die Tendenzen, die wir Österreicher im Allgemeinen haben, ich lebe in Gödersdorf, stecke das Terrain ab mit einem Radius von 15 Kilometern und in diesen 15 Kilometern muss mein Arbeitsplatz sein. Diese Mentalität werden wir uns wohl nicht mehr leisten können. Hingegen sage ich auch ganz klar und deutlich, mir ist es lieber, es geht jemand beispielsweise nach Udine arbeiten und kommt dann nach Kärnten am Wochenende immer herauf und ist noch hier verwurzelt und kann auch jegliche Möglichkeiten dann wahrnehmen, wenn er sagt, okay, da habe ich jetzt gesehen, da gibt es wieder einen Job in meinem Bereich und da habe ich die entsprechenden Qualifikationen, weil in Wien ist er weg. Das sind eben nachher die
sage ich jetzt einmal, das geht ja nicht nur den Kärnten und so, das ist gleich bei den Vorarlbergern oder generell bei den Bundesländern, dass nach ein paar Jahren, wenn man verheiratet ist, Familie gründet, vielleicht selber schon Kinder hat, nachher erinnert man sich ja auch an die positiven und schönen Dinge des Heimatlandes, sprich Natur. Kärnten hat eine fantastische Freizeitqualität, also man darf nicht vergessen, man kann schwimmen, man kann Radl fahren, man kann auf die Berge gehen, wie auch immer. Also es bietet ja eine unheimliche Lebensqualität, Kärnten. Nur am Arbeitsmarkt, unter Anführungszeichen, sind nicht adäquate Arbeitsplätze vorhanden. Wenn man heute hergeht und sagt beispielsweise, ich habe eine Ausschreibung gesehen in einer Tourismusregion, Villach, Spital aufwärts, für den Bereich Marketing und Presse, Mehrsprachigkeit gefordert, das heißt auf gut Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch erwünscht, hoher Einsatz, heißt übersetzt Filmteams und Presseleute samstags und sonntags zu betreuen, dafür aber nicht nach Montag und Dienstag frei zu haben, weil das geht auch nicht. Bitte schön, Bruttogehalt 2100 Euro. Bruttogehalt 2100 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Da will ich gar nicht mehr drüber diskutieren, sondern nur die Zahl wirken lassen, weil das ist im Grunde genommen für jeden, der sich dort bewirbt, ein kleiner Seitenhieb, sage ich mal, ins Gesicht, um nicht zu sagen, die gesunde Watschen. Danke dir. Rainer, du hast vorher gesagt, der Spielraum der Politik ist relativ gering. Nun hat eben besagte Herr Kulturer vor kurzem in meinen Augen sehr grüne Positionen und anderen, aber auch sehr grüne Positionen vertreten, indem er eben Bildungsstandort oder Mehrsprachigkeit gesprochen hat. Es ging auch ums Image und um die Erneuerung. Ich frage mich jetzt und ich frage dich, kann denn eine Zusammenarbeit der grünen Wirtschaft mit der industriellen Vereinigung möglich sein, auf Basis dieser Werte? Also auch im Zusammenhang mit möglichen Landtagskooperationen oder Arbeiten? Ich denke, dass die industrielle Vereinigung viele vernünftige Positionen hat. Und wir dürfen uns ja auch nicht der Illusion hingeben, dass wir nur mehr Dienstleistungsbundesland sein werden, weil wir die Umwelt schützen und die Industrie in Kärnten keine Bedeutung mehr hätte. Ganz im Gegenteil, die Industrie hat eine enorme Bedeutung in Kärnten und wir müssen dankbar sein und froh sein, dass wir Industrie hier haben. Weil auch der Dienstleistungsbereich ja zum Großteil sehr stark abhängig ist von der Industrie hier in Kärnten. Und insofern sehe ich da keine Widersprüche. Ich denke nur, dass wir von den Grünen her die Wirtschaft in eine andere Richtung fördern würden, nämlich in Richtung Nachhaltigkeit. Und das ist ja, glaube ich, eines der zentralen Themen, die die Grünen und die grüne Wirtschaft haben, dass sie sagen, in einer begrenzten Welt mit begrenzten Ressourcen kann es kein ewiges Wachstum geben. Das ist einfach unmöglich. Und dieser Gedanke, der wird meiner Meinung nach von vielen Politikern und auch Wirtschaftlern beiseite geschoben, obwohl das ein ganz wichtiger Gedanke ist. Und ich denke, wenn wir in Kärnten frühzeitig damit beginnen, uns mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dann werden wir auch die sein, die sich später leichter tun. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann wird uns eines Tages eben diese Problematik überrollen. Genau so ist es. Daniela, ich frage dich, du hast das Image angesprochen und dieses Beispiel angesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass es in der Zukunft anders sein könnte und dass es umgekehrt sein könnte und Menschen gerne nach Kärnten arbeiten kommen, weil sich das Image so verändert hat? Und was muss dazu passieren, dass die Menschen hierher kommen? Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen und dafür müssen sich die jetzigen Rahmenbedingungen einfach drastisch ändern. Ja? Also angefangen von der Politik, den ganzen Programme, die man in Kärnten eben zurzeit durchzieht, die müssen sich gewaltig ändern, gerade auch was den Bereich der Bildung anbelangt. Hier müsste auch, wenn man jetzt hernimmt, zum Beispiel dieses Beispiel dieser Med-Universität, ist wirklich die Frage, ist das wirklich sinnvoll, eine Medizinuniversität nach Kärnten zu bringen? Die Frage ist dann, ob die Kärntner Studenten und Studentinnen dann in Kärnten studieren
beziehungsweise ob wir dann wirklich genug Ärzte in Kärnten wieder hätten. Also dafür müsste sich dann in weiterer Folge auch der ganze Bereich der KABEC ändern. Also die ganze Führung der KABEC, vor allem auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Umgang in diesen landesnahen Betrieben. Weil wenn man zum Beispiel denkt, ich habe meine Praktika früher im Landeskrankenhaus Villach absolviert, habe noch immer viele Bekannte dort. Und wenn ich sie heute erzählen höre, wie es in der Verwaltung dort abläuft, in den medizinischen Bereichen, in den Pflegebereichen, es ist schauderhaft. Mich wundert, dass das überhaupt noch genug Personal zu finden ist, was ich freiwillig bei der KABEC bewirbt. Also ich hätte früher alles dafür gegeben, dass ich mich um meinen Job bei der Landesregierung, also bei der KABEC, MLK Villach, beworben hätte, aber ich muss wirklich sagen, diese Einstellung hat sich gewaltig geändert, weil in einem derartigen Betrieb, wo man mit Mitarbeitern so umgeht, wo man mit Steuergeld so umgeht, möchte ich einfach nicht arbeiten. Und daher würde sich gerade auch in diesen landesnahen Organisationen drastisch etwas ändern müssen. Und ich glaube, dass man, wenn man hier anfängt, dass sich auch das Image von Kärnten sehr, sehr ändern würde. Dann frage ich gleich den Matthias, was kannst du denn vorstellen, wie man diese Landesorganisationen ändern kann, damit sich was ändert in Kärnten? Naja, die KABEC, wer weiß, da müsste man mit Reinhard sich das in Detail anschauen, der sitzt im Aufsichtsrat der Steuervertretung, könnte man versuchen, in Wahrheit wieder zurück ins Landesbudget oder überhaupt in Landeshoheit zu bringen. Ich halte überhaupt nichts davon, Gesundheitsvorsorge quasi halber privatwirtschaftlich auszulagern, auch nicht die Infrastruktur, ich bin ja kein großer Freund davon. Von Wasserversorgung möchte ich jetzt gar nicht zu reden beginnen. Also schrittweise das, was ausgelagert wurde, das, was verkauft wurde und das, was im öffentlichen Interesse ist, wieder zurückholen. Ob das jetzt der Energiebereich ist bei der KELAG, ob das jetzt die Krankenanstalten sind. Es soll Einzelfälle geben, wo man vielleicht wirklich sagt, der Private macht es besser, kann sein. Ja. Also die Bestattung muss jetzt in meinen Augen nicht unbedingt öffentlich sein oder kann man nicht überlegen. Ja. Aber im Prinzip ist ja die Politik von Blau und Schwarz die letzten 10 Jahre so gewesen, Gewinne zu privatisieren und die Verluste bleiben in öffentlicher Kasse, nämlich als Budgetloch vorhanden. Und das müsste man, diese grundlegende Entwicklung hat die Wahrheit umgedreht. Es muss ja wieder möglich sein, dass die öffentliche Hand in Bereichen vielleicht sogar mehr Geld verdient. Im Energiebereich wäre das ja möglich mit erneuerbarer Energie, um das Geld auch in anderen Bereichen wieder einsetzen zu können. Ein neues Hallenbad in Klagenfurt wäre zum Beispiel nur sinnvoll. Über einen Standort kann man dann streiten oder Volksbefragungen machen. Oder es würde auch Sinn ergeben, wenn man im Bereich der Kindergärten das Angebot ausweitet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Derzeit ist es so, dass sich die Politiker das, wo Geld im Spiel war, wo Gewinne im Spiel waren, quasi ihren Freunden zugeschanzt haben, Wohnungen verkauft haben zu Spottpreisen, in Riesenanzahlen, nicht nur von Karl-Heinz Grasser ausgehend, sondern es war generell ein Trend die letzten 10 Jahre. Und ich glaube, die Grünen können da eine Gegenbewegung einleiten. Wir werden nicht alles innerhalb von einem Jahr umdrehen, was da im Laufe von 10 Jahren passiert ist, aber wir müssen endlich einmal starten und das wäre mir wichtig. Dann würde mich jetzt interessieren, wie man damit starten kann. Ich frage jetzt noch einmal den Reinhard, zum möglichen Landtagsabgeordneten. Wie kann man denn diesen anderen Weg, diesen nachhaltigen Weg initiieren? Und wie soll er ausschauen? Wie soll dieses nachhaltige grüne Wirtschaften ausschauen? Bitte sag auch etwas dazu. Vielleicht zuerst noch ein Wort zur KABEC. Ich habe bei der letzten Sitzung gegen das Budget der KABEC gestimmt. Wir haben einen Rechnungshofbericht, der besagt, dass wir im Jahr um 40 Millionen Euro zu viel bezahlen an Gehältern, was die KABEC betrifft im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das ist ein Thema, das nicht diskutiert wird und an das man auch nicht herangeht. Das andere ist zum Beispiel, dass wir haben in Kärnten eine Standortgarantie für alle Krankenhäuser, wir haben gleichzeitig eine Jobgarantie für alle Beschäftigten, außer die noch befristete Verträge haben, haben alle eine Jobgarantie. Das heißt, in so einem Umfeld, wo alles garantiert ist, ist die Frage, ja, wie kann man so etwas flott bekommen und wie kann man dort Strukturen verändern. Und solche Strukturen aufzubrechen, ist sicherlich nicht leicht und als Sisyphusarbeit. Jetzt zur Nachhaltigkeit. Ich denke, wir müssen weg von einer Wirtschaftsbetrachtung, die sich am Bruttoinlandsprodukt orientiert. Wir wissen, im Bruttoinlandsprodukt wird einfach aufsummiert, was die Privatpersonen ausgeben, was der Staat ausgibt, was exportiert wird und was investiert wird. Aber
viele Faktoren, die eigentlich Lebensqualität ausmachen, die sind im Bruttoinlandsprodukt in keiner Weise erfasst. Im Gegenteil, wir haben im Inlandsprodukt auch Werte drinnen, die einfach zum Beispiel Schäden betreffen, Umweltschäden, die beseitigt werden, Unfallschäden, die beseitigt werden. Wir haben aber viele Sachen nicht drinnen, die Lebensqualität ausmachen. Das ist die ganze unbezahlte Arbeit, die geleistet wird, in den Familien zum Beispiel, in freiwillige Arbeit. Wenn wir da sitzen und diskutieren und versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, ist das Arbeit, die aber sich im Bruttoinlandsprodukt nicht niederschlägt. Also es ist das eine Ziffer, das Bruttoinlandsprodukt, das irgendwie abgöttisch verfolgt wird, und die Qualitätsmerkmale werden in keiner Weise beachtet. Das heißt, wir brauchen hier ganz eine neue Einstellung, in welche Richtung wir unsere Wirtschaft forcieren, und unser Fokus müsste sein, Lebensqualität zu schaffen und nicht Wachstum zu schaffen. Gut, wie kann man nun Nachhaltigkeit in dem Bereich forcieren? Ich denke, da gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist, das sind Umweltinvestitionen. In einer gesunden und lebenswerten Umwelt ist die Lebensqualität einfach höher. Das zweite ist das Schaffen von Green Jobs. Und das dritte ist, dass wir stärker auch in den Bereich Dienstleistungen hineingehen. Wobei es aber nicht so sein darf, dass wir umweltschädliche Produktionen einfach in andere Länder verschieben und damit also unsere Probleme lösen. Okay. Ich habe da noch ein paar Fragen dazu, möchte aber gerne die erste Frage nach Veränderung des Wirtschaftssystems oder was wir hier im Kärnten anders machen können, weitergeben. Natascha, magst du den Tauschkreis vorstellen und dazu auch was sagen? Also prinzipiell sage ich jetzt beispielsweise, also jegliche Zielsetzungen, die die grüne Politik hier hat, ist super, wunderbar, unterstütze ich auch voll, nur in manchen Dingen ist es mir zu langsam. Und ich denke, unsere Zeit hat sich geändert. Es ist jetzt die Zeit, dass von unten hinaufgestoßen wird. Es ist die Zeit da, wo die Leute plötzlich sehr viel Gefallen finden an Systemen, eben der Komplementärökonomie, wie die Tauschkreise. Wir haben gewaltigen Zulauf bei dem Zukunftsforum, glaube ich, in Ossiach, im Stift Ossiach, wenn es mich nicht ganz irrt. Es gibt also in diesem Bereich wahnsinnig viel Bedarf. Und die Leute sind bereit zu agieren. Und beim Tauschkreis selbst ist es jetzt so, auch da wieder konform mit Reinhard sicherlich, wir können nicht alles über Geld, über den monetären Erfolg oder Erfolg über monetäre Einheiten, sage ich jetzt einmal, ausdrücken, das geht nicht mehr. Wir haben im Tauschkreis eine andere Möglichkeit, wir haben die Zeit. Die Zeit ist 60 Minuten, die 60 Minuten waren 60 Minuten vor 30 Jahren, waren 60 Minuten vor 15 Jahren, werden es in 30 Jahren auch sein. Ich habe eine stabile Währung, ich habe keine Inflation, weder schleichend noch sonst irgendwie. Die Zeit hat aber auch andere Vorteile beispielsweise, und da sage ich jetzt im Speziellen aus dem Blickwinkel einer Frau heraus, meine 60 Minuten Organisationsarbeit sind 60 Minuten Arbeit unseres Obmannes. Wir sind gleich gezahlt. Ich habe nicht minus 30%. Ich habe gleich viel Gehalt. Ganz ein wichtiger Aspekt. Überhaupt denke ich, dass wir eben in dem Punkt sind, dass wir erkennen sollten, wieder einmal, dass Geld das ist, was eine Gemeinschaft definiert. Wie war es denn in Kriegszeiten? Plötzlich sind Zigaretten Geld geworden. Es hat auch funktioniert. Heute kann die Zeit eben unsere Geldeinheit werden. Wobei ich jetzt da ganz klar sagen muss, also keiner von den Tauschkreisinitiativen und weltweit muss man sagen, gibt es 8000 davon,
ist jetzt auf dem Extremtrip unterwegs und sagt, in der Zukunft muss es nur noch und darf es nur noch Tauschkreis geben. Das ist der Bereich der Komplementärökonomie, das heißt, es ist eine Ergänzung zu unserer ganz normalen Geldökonomie und auch zu der sogenannten Schenkökonomie, wo wir die Ehrenamtlichkeit dabei haben, die ja wirklich eine gewaltige Leistung ist, weil die all jene, die ehrenamtlich tätig sind, erhalten ja nichts davon. Unter Anführungszeichen, da muss ich 3 Schritte zurückgehen, weil ich für meine Arbeit in der Komplementärökonomie ja sehr wohl das bekomme, was mir zusteht, was vereinbart ist, die 60 Minuten. Also da sind sehr wichtige Aspekte. Für mich ist der Tauschkreis eben auch die Solidarität, ganz wichtiger Bereich, wo wir unsere wirtschaftlichen Probleme, die wir ja wissen, die wir haben, lösen können. Es ist für mich aber auch der Tauschkreis ein unheimlicher Pool von Kreativität und in dem Hinblick auch weiterführend dann stimulierend für die Wirtschaft. Also oft einmal kommt der Gedanke auf oder das Argument, Tauschkreise, sind wir uns doch ehrlich, was ist denn das? Schattenwirtschaft. Da wird irgendwie am Fiskus vorbei Leistung geboten, orientiert. Persönlich kann ich sagen, also ich habe jetzt im Tauschkreis in dieser intensiven Arbeit, die ich fast 1,5 Jahre schon mache, noch niemanden kennengelernt, der sich die goldene Nase verdient hat, sondern es ist unheimlich viel Idealismus dahinter. Es ist eben dieses neue, die neue erweiterte Nachbarschaftshilfe, die wir hier aufleben lassen, die aber auch so dringend nötig ist. Früher hat vielleicht einmal der Nachbar, die Nachbarsfrau nicht gearbeitet und konnte mir auf die Post schauen, wenn ich Urlaub war und konnte mir einmal einen Garten gießen. Schauen Sie doch Ihre Nachbarn jetzt heute an. Es sind fast überall beide berufstätig und haben keine Zeit mehr oder man hat sich einfach auch entfernt von der Nachbarschaft, von den Nachbarn. Und das Postamt ist geschlossen mittlerweile. Und das Postamt ist geschlossen, aber bietet die Leistung ja in dem Sinne an. Gegen Geld kann ich ja mir da meine Post sammeln lassen. Also da sind sehr große Möglichkeiten für die Zukunft. Man sollte das nicht als Konkurrenz sehen, also der Tauschkreis an sich sieht sich überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern eben als Möglichkeit, Potenzial zu wecken, zu fördern und in der Folge natürlich auch der Wirtschaft zuzuspielen. Und das schafft der Tauschkreis, glaube ich, auch sehr gut, wenn ich da kurz nur sagen darf, Tauschkreis in Kärnten ist auch schon relativ alt. Wir haben jetzt gerade erst gehabt 15-jähriges Jubiläum, wenn es mir nicht ganz ehrlich ist. Ich hoffe, ich mache jetzt da keinen Fehler. Aber es ist so, dass wir also in Kärnten beispielsweise 464 Konten haben aktiv. An diesen Konten sind aber wieder verschiedene Leute dran. Also es ist nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Es gibt Stammtische, etliche Aktivitäten im Bereich eben, sage ich jetzt einmal, Podiumsdiskussionen, im Bereich Feste, Kennenlernfeste. Also es ist da sehr viel im Laufen und wird mittlerweile sehr gut akzeptiert. Matthias, ich wollte dich auch fragen, welche anderen und alternativen Wirtschaftsformen dir vorschweben? Ich möchte jetzt keine Wirtschaftsform erfinden, ich wollte nur auf das von der Natascha was sagen. In Vorarlberg gibt es ja auch schon die ersten Gemeinden, wo wirklich auch Gemeinden mit Tauschkreis zusammenarbeiten. Da kann die Natascha das viel besser ausführen, aber ich finde den Ansatz hochspannend, wenn man sagt, sagen wir jetzt einmal, gerade die Kommunen oder Bad Klagenfurt oder auch andere Gemeinden in Kärnten haben ja auch Geldprobleme. Es gibt auch genug Leute, die bereit sind, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Warum soll es nicht möglich sein, also jetzt sage ich jetzt einmal, Schneeschaufeln zu gehen und dafür darf man ins städtische Hallenbad gratis oder bekommt eine Jahreskarte für Strandbad oder in diesem Bereich sich was einfallen zu lassen. Eng verwoben auch mit der Gemeinde, weil derzeit haben wir eher die Situation, dort ist die Gemeinde und die Politik und die hat ja mit uns als Gesellschaft nichts zu tun und das gehört viel stärker wieder ineinander verwoben in dem Sinne. Jetzt würde ich aber dennoch gerne von dir wissen wollen, als Landessprecher der grünen Wirtschaft, was die grüne Wirtschaft noch anders haben möchte in Kärnten, was sie anstrebt, wohin der Weg gehen soll. Wohin der Weg gehen soll, also ich denke mal, aus Sicht von Unternehmerinnen und Unternehmern brauchen wir Rahmenbedingungen, das heißt Gesetze, in dem Rahmen wir gut wirtschaften können,
in dem wir arbeiten können. Ich bin kein Freund von Subventionen, ich bin überhaupt kein Freund davon, sich irgendwelche Förderungen einfallen zu lassen. Es ist nämlich nicht übermäßig kreativ und bewirkt im Endeffekt auch nicht viel. Es ist nett, wenn man dann einen Scheck bekommt, wenn man sich einen Elektrowagen kauft, eh nett, ja. Auch nett, ja. Oder wenn man Zuschüsse bekommt für Wärmedämmung, schaut es vielleicht wieder ein bisschen anders aus, weil man damit das dann wirklich stimuliert und die Investitionen auslöst. Aber im Grundansatz braucht man Rahmenbedingungen wie ein Ökostromgesetz, wo man weiß, man bekommt auf 20 Jahre einen fixen Tarif und dann investiert man. Ich will einfach von diesem Bittstellertum wegkommen, so wie es jetzt rennt. Wer gute Connections an die Landespolitik hat, der macht gute Geschäfte, und wer sie nicht hat, hat ein Problem. Das kann es nicht sein. Lieber Rahmenbedingungen für alle, lieber keine Förderformulare oder wenig Förderformulare oder nur ganz gezielt, vielleicht um was zu stimulieren, aber nicht so, wie es jetzt rennt. Ich wünsche mir mehr Transparenz. Ich bin ja da in der Ansicht sehr radikal. Ich denke mir, überall, wo mein Steuergeld drinsteckt, das möchte ich einfach sehen. Also, das ist meine Meinung. Ich würde sogar so weit gehen, jeder Beamte, der bezahlt werden soll, wenn er halt Beamte wird, das Gehalt ist dann öffentlich, Punkt, aus, das ist ja mein Steuergeld, das habe ich erwirtschaftet als Unternehmer. Wenn man in Österreich nicht so schnell umsetzen, wie das in den nordischen Staaten ist, wo sogar alle Einkommensteuererklärungen öffentlich sind, da kann man nachschauen, was der Nachbar verdient, das ist kein Geheimnis. Das werden wir, glaube ich, in Österreich nicht umsetzen, da bricht vorher Mord und Totschlag aus, weil wir eine andere Mentalität haben. Aber was wir jedenfalls umsetzen können, ist, dass man einfach nachvollziehen kann, wo das Steuergeld hinwandert. Und da würde ich echt so weit gehen, dass man jeden Euro nachschauen kann. In England haben sie Systeme, wenn der Parlamentarier irgendwelche Spesen abrechnet, man kann sich wirklich im Internet jeden einzelnen Beleg, das ist schon sehr übertrieben, aber jeden einzelnen Beleg anschauen. Da kann man sich anschauen, welche Taxirechnung hat, welcher Parlamentarier irgendwo eingereicht als Spesen. So weit machen es andere Staaten. Und bei uns ist es so, dass nicht einmal der Landtag den Rechnungshofbericht bekommt. Halleluja. Was soll das? Bei uns ist es so, dass nicht einmal Gesetze zu Informationen, der Georg Holzer hat das gemacht, der Journalist, dass er Informationen bekommt, wie viel hat die Landesregierung inseriert, ist ja Gesetz, hat er müssen quasi zum Verwaltungsgerichtshof gehen, damit er überhaupt Recht bekommt. Und hinten noch Recht bekommen hat, ja, er hat einen Anspruch als Bürger, als Journalist zu erfahren, wie viel Steuergeld die Regierung inseriert hat. Das ist in Kärnten nicht einmal das vorhandene Gesetz umgesetzt. In Wahrheit, da muss man schon zu Gericht gehen und geschweige denn neue Gesetze erfunden, die für mehr Transparenz sorgen. Ich glaub, die Grünen, wenn sie gestärkt aus der Wahl hervorgehen, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir gestärkt hervorgehen, werden da in Richtung Transparenzmöglichkeiten für Steuergeld und in Richtung Rahmenbedingungen statt Schecks verteilen quasi eine Politik machen. Danke. Bevor ich ins Publikum gehe und Fragen aus dem Publikum nehmen möchte ich Daniele noch einmal fragen, was hältst du denn vom nachhaltigen Wirtschaften? Wie gefällt dir das denn für Kärnten? Was kann sich denn damit tun? Ich habe das eh schon in meinem kleinen Detail angesprochen. Matthias hat es angesprochen mit dem Schneeschaufeln, dass sie dann vielleicht ins Freibad oder ins Schwimmbad gratis Eintritt bekommen. Ich habe mir so eine Idee gesponnen, wie man das zum Beispiel in einer Gemeinde umsetzen kann mit einem Altersheim. Ja. Ich habe zum Beispiel ein bestehendes Gebäude, was renovierungsbedürftig ist. Ich habe Bürger, die sich dafür sehr einsetzen. Ich habe einen Tischler, ich habe die Handwerker, die ich dafür brauche, die das einfach sagen, okay, wir nehmen das Geld gemeinsam in die Hand, renovieren es gemeinsam mit ehrenamtlichem Engagement auch von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde. Und wir betreiben es, das Altersheim zum Beispiel, als ehrenamtlicher Verein. Das Gleiche könnte man zum Beispiel auch mit den Kindergärten machen in einer Gemeinde. Ich komme aus der gleichen Gemeinde wie die Natascha und Kinderbetreuungsplätze sind bei uns wirklich mit der Lupe zu suchen, gerade für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Und ich denke mir, gerade hier wäre es auch ein Projekt zum Beispiel, wo man auch die Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Gemeinde ein bisschen in die Pflicht nehmen könnte und auch gemeinsam mit den vorhandenen Ressourcen eventuell Gebäude hernehmen könnte, sie adaptieren könnte und gemeinsam eben ob es jetzt ein Betriebskindergarten ist oder für mehrere Betriebe zusammen ein Kindergarten ist, eben auch ein kleines Industriegebiet, man sagt, okay, wir bieten unseren Gemeindebürgerinnen gemeinsam mit der Gemeindepolitik, den Unternehmen und Unternehmern, den Bürgerinnen und Bürgern einfach eine Möglichkeit, wir initiieren ein Projekt, wo wir einen Kindergarten zum Beispiel initiieren, wo Mütter und Väter ihre Kinder von 7 Uhr in der Früh bis 19 Uhr am Abend, wenn es denn gebraucht wird, betreuen lassen können. Wenn dann noch Plätze übrig sind, dass auch aus der Gemeinde die Kinder dorthin gehen können, so würde ich mir unter nachhaltigen Wirtschaften einfach auch vorstellen, wo man
auch ganz, ganz viel mit Bürgerbeteiligung arbeiten muss und soll. Ja, danke. Und jetzt frage ich euch, liebes Publikum, gibt es Fragen, gibt es Anregungen, gibt es eigene Statements zu dem, was bisher gesagt worden ist? Oder wie? Bitte? Ich habe eigentlich im Grunde genommen, war mal drinnen bei der Grünen Wirtschaft und habe mehr oder weniger diese Diskussion ja angeregt, Zukunftsperspektiven. Aber was mir ein bisschen, soll man sagen, irritiert jetzt, ist, dass ihr eigentlich alles ja allgemein geblieben seid. Also irgendeine Standpunkte vertreten hast, ja, wo ich natürlich auch sagen kann, okay, aber mir geht es ja konkret darum, was kann man in Kärnten machen? Ich gebe nur ein paar Stichwörter, zum Beispiel, was sind unsere Ressourcen? Holz. Wir haben theoretisch auch sehr viele Möglichkeiten, also im Energiebereich. Oder wir werden Miami, das Miami von Europa und holen uns, oder Florida von Europa und holen uns die älteren Leute her mit unserer Qualität. Ich weiß nicht, oder wir werden überhaupt unter Umständen, nachdem so viele Hotels leer stehen, könnte man ja sagen, okay, wir nehmen die ganzen Flüchtlinge mehr oder weniger auf. Und schau, wir werden das Flüchtlingszentrum Europas und wir können da genug Arbeitsplätze schaffen. Und außerdem, was macht man mit dem ländlichen Raum zum Beispiel? Hat es einmal das Stichwort gegeben, eigenständige Regionalentwicklung aus den 70er Jahren. Die EU hat das dann natürlich noch etwas vertieft mit den ganzen Strukturfonds und so weiter. Wie kann man die Leute zum Beispiel irgendwie halten, dass sie nicht Täler verlassen und die Höfe verweisen? Also hätte man etwas mehr, sozusagen Konkreteres vorgestellt bei dieser Diskussion. Danke, das finde ich eine sehr gute Frage und das möchte ich jetzt auch hören. Rainer, bitte ganz konkrete Zukunftsvorstellungen für Kärnten. Gut, du hast die Frage der Energiegewinnung und Energieversorgung angeschnitten. Das ist sicherlich ein zentraler Punkt in unseren Überlegungen. Also angenommen, ich wäre jetzt Wirtschaftslandesrat, dann würde ich eine große Kampagne starten, wie man Genossenschaften gründet. Ich würde eine Homepage einrichten, auf der man alle Informationen bekommt, wie man so eine Genossenschaft gründet. Ich würde Rechtsanwälte und Notare eine Liste dort auflegen, wie man so etwas macht. Dann würde ich einen Businessplan vorschlagen, Seminare veranstalten und die Leute aus ganz Kärnten bitten, dorthin zu kommen, dass zumindest in jeder Gemeinde eine solche Genossenschaft entsteht, die Solarkraftwerke betreibt. Und wenn das stattfinden würde, dann wäre das natürlich schon ein ziemlich großer Impuls. Wir in Kärnten sind ja Meister im Vereinswesen, also Volkstanzgruppen, Chöre etc. Also das ist ja an sich nichts Fremdes. Warum soll man diese Erfahrungen und auch dieses soziale Engagement, das ja dahinter steckt, jetzt nicht einmal stark dafür nutzen, die Energiefrage in Kärnten zu lösen oder irgendwo in den Griff zu bekommen? Das wäre jetzt einmal ganz konkret, was ich machen würde, wenn man mich ließe. Daniela, du bist nun keine Politikerin, aber was würdest du dennoch machen und verändert haben wollen? Ich stelle mir gerade immer vor, wenn man etwas verändern möchte, sollte man es im kleinen Kreis anfangen. Daher bin ich mit meinen Ideen eigentlich eher mehr auf Gemeindeebene, nicht eben auf Landesebene so unterwegs. Und meine Vorstellung ist immer, die Unternehmen in einer Gemeinde so gut wie möglich zu vernetzen. Dass man sich mit den Unternehmen einer Gemeinde auch zusammensetzt. Für die Gemeindeverwaltung und Politik ist ganz, ganz einfach herauszufinden, wer ist Unternehmer in meiner Gemeinde. Dann kann man einfach diese Unternehmer einfach alle zusammenfassen, diese dann an einen Tisch zu holen und dann einfach zu schauen, wer bietet mir was an, welcher Unternehmer könnte mit welchem anderen Unternehmen Synergien eingehen und man einfach sagt, diese Synergien könnten sehr, sehr gut genutzt werden untereinander. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich habe einen Glaserer in meiner Gemeinde zum Beispiel und einen Tischler, welche Produkte könnte er spezifisch für unsere Region produzieren, um unsere Region in Österreich oder vielleicht auch über die Regionen hinaus zu vertreten, aber auch innerhalb der Gemeinde. Das würde dann auch zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen mehr oder weniger auch den Nutzen dann haben, dass man als größeres Unternehmen, wenn man dann beide zusammenfasst, man vielleicht mehr Chancen hätte, auch an öffentliche Aufträge zu kommen. Das ist so ein konkreter Vorschlag, den ich mir für eine Gemeinde vorstellen könnte. Darf ich dazu etwas sagen?
Ich bin seit einem Jahr Mitglied in einer Unternehmergruppe, die sich wöchentlich trifft, in der Früh zu einem Frühstück um 7 Uhr. Morgen ist es wieder soweit. Und dieses Frühstück ist nicht Smalltalk, sondern 1,5 Stunden wirklich Arbeit. Das heißt, wir haben eine Runde, wo jeder sein Unternehmen vorstellt oder seine Dienstleistung. Dazu hat man 1 Minute Zeit. Und dann gibt es jeweils einer, der 10 Minuten lang sein Unternehmen etwas gründlicher darstellt. Und dann gibt es eine Engagementrunde, wo jeder in der Runde sagt, was in der vergangenen Woche für die anderen Unternehmer getan hat. Also solche Sachen, die gibt es ganz konkret und die sind auch sehr erfolgreich. Und ich kann mit dem nur anschließen, ich denke, wenn man das in jeder Gemeinde durchziehen würde, so einen Unternehmertreff zu organisieren, dann würde die Regionalentwicklung schon ganz anders ausschauen. Ja, danke. Natascha, ich bitte dich auch um ganz konkrete Zukunftsvorstellungen. Ganz konkret, wenn die Grünen auf der Regierungsbank Platz nehmen, haben sie als erstes zu fordern ein Büro für Zukunftsfragen in Kärnten. Das fehlt. Und dieses Büro hat eben Aufgaben wie beispielsweise Bürgerbeteiligung in jeglicher Art und Weise zu fördern. Sei es jetzt, dass man in die Gemeinde hinuntergeht und den einzelnen Initiativen eben sagt, sie können da und dort Fördergelder lukrieren, müssen diese und jene Projekte schreiben. Die Projekte müssen so konzipiert sein, dass sie an europäische Fördergeld kommen, dass sie an nationales Fördergeld kommen etc. Weil eben in meinen Augen einfach die Bürger auch mehr Kompetenz haben müssen. Sie müssen sich einbringen können, sie sollen sich einbringen, es wird nicht anders gehen. Sehr viel Engagement, wir haben ganz am Anfang kurz einmal gesprochen, wir haben die Landflucht. Viele Dienstleistungen werden wir gewerblich gar nicht abdecken können, weil wenn man jetzt beispielsweise die Untersuchungen hernimmt fürs Land Kärnten, es ist nur der Villacher Raum, der Klagenfurter Raum grad und grad noch für die nächsten 20 Jahre so ausgelegt, dass man sagt, okay, die können gewinnen. Der Rest von Kärnten verliert, nichts anderes. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Also da muss ich sagen, ist das Wichtigste, dass wirklich eine spezielle Institution da ist, die sich um diese Aktionen, Aktivitäten, um dieses Engagement kümmert. Ja, Matthias, danke dir. Ganz konkret auf die Ansätze und Fragen von Magister Leipold. Holzwirtschaft hast du erwähnt. Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass wir das Holz nicht aus dem Wald bekommen, weil, da hat auch die Landwirtschaftskammer viele Initiativen schon gesetzt, weil es eben nicht nur der klassische Waldbauer ist, sondern ganz viele Grundbesitzer, die halt irgendwo ein paar Hektar haben, kenne ich selbst Lehrer, der hat halt irgendwo einen Hektar, der eine hat einen Hektar, und ganz viele, die einen Wald besitzen in Kärnten, sich im Wald gar nicht damit befassen, gar nicht wissen, wie sie das bewirtschaften, ob sie auch das Holz nutzen oder nicht, sondern damit überhaupt eigentlich nichts zu tun haben wollen, sondern irgendwo ein paar Hektar Wald gekauft haben. Das muss man sich bitte im Detail anschauen und dann Programme entwickeln mit der Landwirtschaftskammer, weiterentwickeln, weil die haben schon angefangen damit, diese Leute dazu zu bringen, quasi auch ihren Wald zu bewirtschaften. Das Holz, also wirklich auch das Nachwächst zu einem Teil zu nutzen. Derzeit verrottet sehr viel in Kärntner Wäldern und wir schicken unser Geld ja für Öl und Gas und Kohle, wie wir alle wissen, nach Russland, nach Saudi-Arabien. Wir schicken derzeit etwa 500 Millionen Euro aus Kärnten weg. Also 5 Fußballstadien, es ist die 80 Millionen Fußballstadien plus das Korruptionsgeld rundherum, also sagen wir 5 Fußballstadien jedes Jahr schicken wir nach Russland und Dubai. Und wenn wir hier Ansätze finden, das in der Region zu behalten, mit erneuerbarer Energie, indem wir Windräder auf die Choralm stellen, ich bin vehement dafür, auf die Choralm, wo Hochspannungsleitungen und eine Radarstation sind, die Windräder hinzustellen, auch wenn es da wieder Vereinzelte gibt, die sagen, das Landschaftsbild gefällt mir nicht. Ich sage da ganz klipp und klar, das ist dort für mich kein Argument, am Standort Choralm im Speziellen. Wir können Photovoltaik auf die Dächer montieren, das Potenzial nutzen, rein plakativ gezeigt, die sich vielleicht jetzt nicht alle im Einzelfall so damit befasst haben, 1 Quadratmeter Photovoltaik, ein mickriger Quadratmeter, liefert mir in Kärnten Strom für 1000 Kilometer Autofahren mit meinem Elektroauto. 1 Quadratmeter ist 1000 Kilometer Autofahren, jedes Jahr, gratis von der Sonne. Derzeit schickt man das Geld über die Vertriebsstation Tankstelle nach Dubai. Also das sind Ansätze, ich finde auch den Ansatz nicht so falsch zu sagen, okay, Kärnten wird so wie jetzt in Florida sozusagen ja. Seniorenresidenz, okay,
sage ich, 50.000 Rentner nach Kärnten und 50.000 ganz junge Menschen nach Kärnten. Aber das wäre dann der Ausgleich für mich, ja? Für die vielleicht im Bereich der Pflege tätig sein wollen oder können, eine Ausbildungschance bekommen. Aber dann für mich gehört dann vielleicht beides dazu. Ja? Wenn man sowas überlegt, müsste man halt konzeptionell genau dran düfteln. Hätte ich jetzt persönlich absolut kein Problem zu sagen, ja, wir geben 50.000 Menschen aus anderen Ländern die Chance, in Kärnten eine Ausbildung zu machen im Bereich der Pflege, und wir haben gleichzeitig 50.000 Menschen, die vielleicht Freibad Geriatrie hier in Kärnten die schöne Landschaft noch genießen können. Also ja, mehr Konzepte. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es komplett ungesteuert rennt. Die Jungen waren dann weg, die Alten bleiben, und nicht einmal die bleiben teilweise, aber wir veraltern komplett und haben damit wirklich ein Problem. Dazu gehört übrigens auch der Bildungsbereich. Es ist eigentlich ein schöner Erfolg, dass die Universität Klagenfurt wächst. Die wächst auf mittlerweile über 10.000 Studierende. Wir haben Fachhochschulen, die aber genau das Gegenteilige derzeit von der Politik machen. Die Fachhochschulenstandorte werden ja quasi zugesperrt in den Regionen. Ich möchte, dass man welche aufsperrt im Zweifel und eher dann sieht den Kopf zerbricht, wo kriege ich noch 50.000 junge Menschen her, die eine gute Ausbildung in Kärnten machen. Ja, bevor ich mir den Kopf zerbreche, warum sperre ich die Schule zu? Zerbrechen mir durch den Kopf, wie bringe ich morgen 10.000 Japaner nach Kärnten, weil sie so ein tolles Angebot bekommen. Entschuldigung, ich meine das genauso, wie ich sage. Dann haben wir nämlich ein anderes Umfeld, eine bisschen andere Dynamik, ein bisschen Internationalität und ein bisschen Schwung in die Bude gebracht. Dankeschön. Ich warte auf weitere Fragen aus dem Publikum. Ja, es hat sich jetzt fast erübrigt, weil ich wollte auch das ansprechen mit dem Florida, weil ich das durchaus gut finde, dass man sehr wohl schaut, dass rüstige Pensionisten nach Kärnten oder kommen, warum auch nicht, herrliches Land, viel Platz, und es ist wirklich geeignet dafür. Dann braucht man ja wieder andere Leute, braucht man junge Leute, die auf die älteren Leute schauen, und auch die Wirtschaft wird belebt dadurch. Ich finde, das wäre ganz was Wichtiges. Das soll man jetzt nicht in irgendeine Schublade reinstecken. Mit dem könnte man schon leben, oder? Ich meine, das ist es lächerlich, ins Lächerliche zu ziehen, das finde ich nicht so gut. Ich meine, weil das ist Tatsache. Ich meine, wir werden einmal alle älter. Und warum soll man dann nicht dann auch die Chance haben, dass dann die jungen Leute ja dann eh da bleiben, weil wir es ja brauchen? Ja? Gut, das war's. Das hat aber der Matthias eh schon ganz gut angetopft. Ich habe heute das Gefühl, dass wir alle irgendwie relativ einer Meinung sind. Es sitzen alle am Podium, die ungefähr ähnlich denken. Es schaut so aus, als ob das im Publikum auch so ist. Es gibt keine Reibungspunkte heute. Kann das sein? Also ich könnte schon Reibungspunkte erfinden. Das Leben, ja, kann, wenn ich jetzt krampfhaft mit reinhabe, das finden wir nicht. Du musst nichts krampfhaft machen. Ich glaube zum Beispiel, diese ganzen Beraterdienstleistungen und Juristen und Rechtsanwälte und weiß nicht was alles, die sind für mich so eigentlich viel Geld in den Bereich investiert durch ein kompliziertes, undurchschaubares System, wo ich eigentlich meine, wir sollten das Geld cleverer nutzen. Also bevor ich, also ich habe mir als Austrainer, die gebe eigentlich jedes Jahr, arbeite ich 5 Wochen eigentlich nur für die staatliche Bürokratie. Von der Bilanzerstellung, die ich zahlen muss, bis hin Buchhalter, Steuerberater, Notar. Also 5 Wochen im Jahr arbeite ich nur für staatliche Bürokratie. Nichts steuern, nur für staatliche Bürokratie, um die zu finanzieren. Und da würde ich eigentlich lieber 5 Wochen im Jahr für etwas anderes arbeiten. Da habe ich dann ehrlich gesagt lieber dieses Geld, ja, sage ich jetzt einmal, im Kindergartenbereich, im Bildungsbereich investiert, auch in anderen Dienstleistungsformen, die sich mit den Menschen befassen und nicht mit den Papieren und mit undurchschaubaren, komplizierten Gesetzen. Danke dir. Ein Bereich, der heute noch gar nicht vorgekommen ist, aber genauso zur Wirtschaft zählt, ist Kunst und Kultur. Ist nämlich auch ein Wirtschaftszweig, die Filmwirtschaft zum Beispiel oder kulturelle Veranstaltungen. Ich frage euch jetzt, was hättet ihr gern anders in der Kulturwirtschaft in Kärnten? Bitte, Reinhard. Ja, auf die Frage war ich jetzt eigentlich nicht vorbereitet, aber ich denke, wie in Kärnten mit insbesondere moderner Kunst und modernen Künstlern umgegangen wurde in den letzten 10, 15 Jahren, spiegelt ja wieder, wie man mit neuen Ideen, mit kritischen Geistern in diesem Land umgeht. Das heißt, würden wir mit Künstlern
und mit modernen Künstlern und mit anspruchsvollen Künstlern anders umgehen, hätten wir auch anderes Klima hier in Kärnten, das sich natürlich auch massiv auf die Wirtschaft auswirken würde. Wenn wir einen, und jetzt spanne ich den Bogen wieder zur Wirtschaft, wenn wir eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, dann müssen wir offen sein für Innovationen. Innovationen sowohl im technischen Bereich als auch Innovationen im sozialen Bereich. Das heißt, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns organisieren, das sind ja soziale Innovationen. Und dieser Geist der Innovation, der spiegelt sich natürlich auch im Bereich der Kunst wider und wie hier in Kärnten von der offiziellen Politik moderne Kunst rezipiert wird. Genau. Daniela, was würdest du gerne anders haben? Was fehlt dir? Ich muss sagen, was mich stört, ist, dass zum Beispiel Veranstaltungen wie die Starnacht am Wörthersee mit, ich weiß nicht wie viel Tausenden von Euros finanziert werden an einen Veranstalter, der eigentlich, ich sage jetzt mal ganz einfach, Geld genug hätte, um so ein Event auch alleine auf die Füße zu stellen. Und da finde ich, dass es ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen dieser Volkskultur und der Kultur im Allgemeinen eigentlich gibt. Mir fehlt zum Beispiel auch, als erstes ist mir die Villa Manin eingefallen, in der Nähe von Udine. Ein sehr, sehr gutes kulturelles Angebot hat, und das sind eben auch so die Sachen, die mir in Kärnten extrem fehlen. Auch gerade so der Bereich Jazz, der geht mir in Villach ganz, ganz sehr ab. Wir haben bis vor, ich nehme jetzt an, 5 Jahren dieses Jazz Obervillach gehabt, was leider eingestellt worden ist. Ich kenne leider die genauen Hintergründe davon nicht, aber das ist so eine Veranstaltung, wo es mir wirklich im Herzen einfach wehtut, wo ich einfach sage, gerade solche Veranstaltungen wie Jazz Obervillach müssten eigentlich gefördert werden und nicht eben eine Starnacht am Wörthersee, wo ich dann einfach gezwungenermaßen Promis, vermeintliche B- und C-Promis wahrscheinlich eher, an den Wörthersee hole, was für mich eigentlich ein ausgeschmissenes Geld ist. Wir wollen auch Ihre Lachsbrötchen. Natascha, was meinst du? Wie kann man die Kultur wirtschaften? Naja, mit einem Referenten, der keine Bücher liest und sich gerne schunkelnd bei volkstümlichen, jetzt ganz bewusst, Liedern von rechts nach links bewegt, ist es, glaube ich, nicht mehr an der Zeit, dass diese Frage der Kunst in irgendeine, sage ich jetzt einmal, Randfrage zu verpacken. Kärnten braucht im Bereich Kunst und Kultur einen generellen Wechsel, eine große Diskussion, neue Wege. Und wie gesagt, das ist, vielleicht ist diese Runde da auch überhaupt nicht die entsprechende, sind nicht die entsprechenden Experten, die da schön und tolle Ideen bringen können. Aber ist natürlich immens wichtig, wo es offen ist, sage ich jetzt einmal, zukunftsorientiert ist, gibt es auch immer sehr viele Künstler, sehr viele, sage ich jetzt einmal, Freigeister, die sich einfach entwickeln. Freigeister hat das Land aber auch immer wieder vergrault. Also die Freigeister sind dann eher im Exil, die nachher zurückkehren phasenweise oder sich vom Exil melden. Und das ist einfach für Kärnten extrem schade. Also wenn jetzt für mich persönlich als Architektentochter, für mich gehört da die Baukultur, Baukunst dazu. Und da würde ich in Kärnten eigentlich sehr gern mit geschlossenen Augen durchfahren. Das ist nicht entwickelt. Mag Gründe haben, warum, weshalb, aber ist ja nicht tragisch. Man kann es in der Zukunft entwickeln. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall Akzente setzen. Moderne Architektur, Holzbau ist präsent in Kärnten, sollte eben mit diesem Kunstanspruch vielleicht etwas mehr verbunden werden und hätte sicherlich auch viele wirtschaftliche Möglichkeiten dann. Also Kärntner Holzkultur ist beispielsweise im italienischen Raum sehr angesehen, so ist es nicht. Ja, genau. Matthias, was sagst du dazu? Ich glaube, die Politik kann nur mithelfen, ein anderes Feeling zu vermitteln, dass Kunst ihren Wert hat, weil derzeit hat man irgendwie den Eindruck, dass breite Teile der Bevölkerung Kunst so irgendwie ziemlich wertlos abtun, oder dass man dieses Wertgefühl einmal vermittelt, dass Menschen auch
die in Kunst investieren, vielleicht nicht zu einer kleinen Minderheit gehören, also einfach dieses Gefühl zu vermitteln. Ich möchte jetzt mal generell in Kärnten ein bisschen mehr europäischer denken. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit allem, was die EU, die wir ja alle sind, mit allen einverstanden bin, aber dass wir uns mehr als Europäer, Europäerinnen fühlen, das geht mir komplett ab. Bei uns ist ja schon jemand Ausländer, der aus der Steiermark kommt, ja, also Entschuldigung, oder aus Tirol, oder das Nachbartal, in Klagenfurt ist schon vieler fast ein Ausländer, also in vieler ist schon in Klagenfurt fast ein Ausländer, also ist ja absurd, bitte. Europa ist im Wald schon so klein. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in den USA, in Texas, jemand sagt, wir treten jetzt aus den USA aus. Oder in Florida jemand sagt, wir treten jetzt aus diesem da drüben in den USA aus. Da verstehst du, was ich meine. Aber für uns ist das ganz normal, wir treten doch von Europa aus, von jenen da drüben in Europa. Also so ist ein bisschen diese Stimmung in Kärnten und dann sollte man auch politisch dagegen wirken. Baukultur bin ich ganz bei dir, Natascha. Manchmal denke ich mal, wenn ich da so im Mülltal fahre, boah, Staustufe da. Aber nein, das darf man ja nicht so erst gesagt nennen. Aber es ist ein Wahnsinn, was da teilweise uns zugemutet wird. Wir haben ein Problem der Zersiedelung, ein komplettes Problem der Zersiedelung. Sollten auch uns darüber den Kopf zerbrechen, was wir da an Infrastrukturkosten haben, die wir alle zahlen. Mit Kanalisation über Kilometer gelegt, mit Straßenerhaltung. Und ich glaube auch die provokante Frage, die jetzt ein bisschen schelmisch gemeint ist, gebe ich zu, aber die provokante Frage, wenn die Bevölkerung um 10% schrumpft, darf ich dann die Straßen um 10% zurückbauen, hat auch eine Berechtigung, weil wir müssen ja alle diese Infrastruktur halten und bezahlen und über sowas sollten wir uns den Kopf zerbrechen und wenn wir Gesetze schaffen, dass Kultur, Kunst einfach ein stärkerer Bestandteil des Gemeinwesens ist, dass es ein gewisses Selbstverständnis gibt, auch immer wieder auch Kunstankäufe zu tätigen von öffentlicher Hand und so Dinge, dann hätte man einiges bewegt. Wenn man sich jetzt anschaut, was die öffentliche Hand für Bilderankauf ausgibt im Lande Kärnten, mein Vater ist zufällig Maler, Alois Köchel, falls ihn jemand kennt, ich glaube, da könnten sich zwei Köchel leisten, das ist aber für das ganze Land, der absurd, peinlich, schlimm, zum Dazublären, dass das ganze Land Kärnten für Kunstankäufe ausgibt im Jahr, nämlich gar nichts. Dreimal mehr für irgendeinmal Tritra, Tralala im Bierzelt. Ich hätte auch eine Lösung anzubieten, die ich in Klagenfurt schon vorgeschlagen habe, wo eine neue Subventionsordnung gerade diskutiert wird, dass man einfach Gemeinnützigkeit als Kriterium hineinschreibt in die Subventionsordnungen. Grundsätzlich bekommt nur jemand Subvention für diese Veranstaltungen, wenn er ein gemeinnütziger Verein ist, das ist bei Finanzamt ganz klar definiert, oder wenn es eine gemeinnützige GmbH ist und aus. Und alle anderen, okay, soll der Landeshauptmann, wenn er meint, sich 1000 Eintrittskarten kaufen, das kann man ihm ja nicht verbieten. Aber Subvention würde ich diesen ganzen gewerblichen Eventveranstaltern, in der, so wie es bisher gelaufen ist, sicher nicht mehr geben wollen. Danke. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Heute will das Publikum nicht fragen. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich dann aber die Schlussrunde einleiten. Außer jemand protestiert jetzt ganz heftig. Und ich möchte gerne hören, welche drei wichtigsten Prioritäten für jeden Einzelnen sofort zu ändern sind auf einem Weg in ein anderes, zukunftsorientiertes, mehrsprachiges, weltoffenes Kärnten. Ein grünes Kärnten mit einem grünen, nachhaltigen Wirtschaftssystem. Was wären die drei allerwichtigsten Punkte, die man sofort ändern müsste? Und noch ein Zusatz dazu, noch eine Frage. Was Kärnten auch sträflich vernachlässigt, ist der Austausch im Alpen-Adria-Bereich. Also es findet wirtschaftlich, kulturell, umweltmäßig wenig Austausch statt. Was würdet ihr da anders machen? Bitte. Ja. Ich fange jetzt einmal mit der Natascha an, nachdem sie gleich protestiert hat. Das ist nicht ganz richtig, sage ich jetzt mal. Es gibt sehr viele Absprachen im Bereich der höchsten Landesgremien und Landesvertreter, die sich immer wieder treffen, also mit FEAUL, mit Veneto. Insofern, es gibt eine Absprache, was aber dramatisch ist, dass teilweise also die Abstimmung in den unteren Ebenen dann in den Abteilungen überhaupt nicht mehr erfolgt, ganz willkürliche Projekte entwickelt werden, wo auch bei den entsprechenden Einreich, sage ich jetzt mal, Fristen für europäische Gelder dann plötzlich Blasen aufkommen
wo kein Mensch weiß, wo die herkommen, auf welchen Bedarf die aufgebaut sind. Also es ist nicht ganz richtig. Trotzdem, also was für mich persönlich, ja, trotzdem, was für mich so wahnsinnig wichtig wäre, das ist die offene Diskussion in Bezug auf regionales Geld. Sich nicht davor fürchten, das akzeptieren und nochmal offen durchdiskutieren. Das heißt ja nicht, dass man es verwirklicht in jedem einzelnen Detail, sondern dass man diese regionalen Geldersysteme, diese Komplementärökonomie endlich anerkennt und einfach sagt, okay, das könnte ein Weg sein, bitte, wie könnten wir das für Kärnten nutzen, welche Möglichkeiten hat das für Kärnten? Das wäre für mich ein ganz wichtiger Bereich. Haben wir eigentlich eh schon gesagt, die Bürgerbeteiligung sind wir mehr oder minder alle d'accord, dass die einfach in entsprechendem Maße gefördert werden muss, die Genossenschaften einfach den Leuten auch die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit in die Hand geben, dass sie ihre Ideen, Projekte, solidarischen Projekte natürlich, durchführen können. Das wäre das für mich im Grunde genommen zwei Bereiche, die ganz wichtig sind. Ich glaube, nachher, die Daniela wird eh noch zur Bildung auch was sagen, deswegen enthalte ich mich jetzt. Ja, dann frage ich gleich die Daniela, bitte dich. Für mich persönlich ist dieser Schlagwort europafähig sein und europafähig werden. In der Generation meiner Mutter heißt es wirklich europafähig werden, weil in ihren Gedanken ist Europa Brüssel, das ist einfach weit weg, da können wir sowieso nichts machen. Und uns Studierenden, und jetzt kommt das auch immer mehr durch die Internationalisierung der Fachhochschule, wir haben auch Studenten und Studentinnen aus anderen Kontinenten bei uns, aber auch aus dem gesamten europäischen Raum, auch sehr viele aus dem osteuropäischen Raum. Und hier heißt es wirklich auch schon europafähig sein und bleiben. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen, beziehungsweise mich wundert es und überrascht es auch immer wieder, wie fortschrittlich da viele Studierende und Studierende bei uns auf der Fachhochschule wirklich sind. Punkt 2 und 3 ist eher so ein eher visionärer, das würde ich mir eigentlich wünschen für die Zukunft, geht beides irgendwie Hand in Hand. Kärnten muss seine strategische Ausrichtung finden und diese strategische Ausrichtung finden, aber nur gemeinsam, wenn man über die parteipolitischen Grenzen hinaus einfach denkt, was mit der Zeit in Kärnten einfach irrsinnig abgeht, dass auch jeder über den eigenen Tellerrand hinausschaut, vielleicht auch einmal auf den Teller des Nachbars schaut und vielleicht erkennt, oh, das Gemüse beim Nachbar schaut vielleicht auch nicht so schlecht aus, könnte man ja mal probieren und gemeinsam von diesem Teller essen. Das ist so plakativ für mich eine visionäre Wunschvorstellung, die mir wirklich sehr gut gefallen würde. Fraglich ist, vielleicht schaffen wir es ab 2013 nach den nächsten Landtagswahlen, dass wir in so eine strategische Klausur geht, alle Parteien vielleicht untereinander, wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest, dass man gemeinsam zum Wohl des Bürgers, das ist mein größtes Anliegen, Entscheidungen trifft und sich strategisch dahingehend auch ausrichtet. Ja, danke. Matthias, dann bitte ich dich. Wenn ich jetzt auf drei Dinge eindampfen muss, würde ich einmal anfangen mit dem Bereich Mobilität. Ich wünsche mir Mobilität im Geiste, aber auch sozusagen wirklich Mobilität im Sinne von sich wohin bewegen. Wir sollten schauen, dass wir viele Leute von außen herbekommen. Die müssen ja nicht ewig da bleiben, aber herbekommen, damit die Kärntnerinnen und Kärntner mal was anderes sehen. Und wir müssen schauen, dass die Kärntnerinnen und Kärntner, wird sie dazu stimulieren, einmal woanders hinzufahren, damit sie auch einmal was anderes sehen. Das wäre mir so ein ganz wesentliches Anliegen, weil wenn sie einmal was anderes gesehen hätten, würden sie sich das, was da ist, nicht mehr gefallen lassen. Das ist richtig. Glaube ich einfach. Und zweitens, im Bereich der erneuerbaren Energien einfach Rahmenbedingungen, dass wir die 500 Millionen nicht mehr jedes Jahr irgendwo hinschicken, sondern hier in der Region mit regionalen Wirtschaften, Erbewirtschaften, Biomasse, Windkraft, Solar etc., Wärmedämmung. Und das wäre so ein wesentlicher Punkt. Und drittens glaube ich, dass man radikale Transparenz, wenn man die umsetzt und dann jeder sieht, wo jeder Euro drinsteckt, ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, das ist zwar nicht durchführbar wahrscheinlich in Österreich, aber ich persönlich würde es gerne so haben, dass man sogar die Gehälter von allen, die im Staatsdienst sind, öffentlich hat, ganz radikal, dann glaube ich, würde vieles einfach nicht mehr möglich sein. Dann hätten wir eigentlich viele andere Gesetze, könnte man sich ersparen, weil wenn tausende Bürgerinnen und Bürger im Internet sich jede Taxirechnung von jedem Politiker anschauen können und jedes Gehalt sich genau anschauen können und jede Überstunde in Wahrheit
von irgendeinem Sekretariat in einem Politikbüro, dann würde vieles einfach nicht mehr möglich sein. Die drei Dinge wären mir wichtig. Mobilität, erneuerbare Energie, Rahmenbedingungen und bitte keine Förderschecks, die man einmal verteilt, da bin ich schon komplett allergisch, sondern Rahmenbedingungen und eben radikale Transparenz. Das wären die drei Dinge. Ja, okay, danke. Dann Reinhard, bitte. Du bist nun dran. Nur wenn ich drei Anliegen aufzählen möchte, dann wäre es noch einmal die Bürgerbeteiligung, die Nachhaltigkeit und die Budgetsanierung. Ich glaube, wir waren uns alle hier einig, dass unsere marktwirtschaftliche Konkurrenzgesellschaft ergänzt werden sollte durch kooperative Formen des Wirtschaftens und Zusammenarbeitens. Und ich meine, dass das im Zeitalter des Internets und der Plattformen einfach auch sehr gut unterstützt werden könnte, wenn man von der Regierungsseite her oder vom Land her diese Initiativen unterstützen würde, auch übers Internet, dass man dort eben Foren hat, Ratschläge und so weiter, um all diese kooperativen Formen des Zusammenarbeitens zu unterstützen. Ich denke, da könnte man uns einiges auch von den Piraten abschauen. Das Zweite mit der Nachhaltigkeit, das ist nicht etwas ganz Verschobenes, sondern eigentlich etwas sehr Offenes. Wir brauchen Bildung, das haben wir schon gesagt, wir brauchen Forschung, die auf dieser Bildung aufbaut und die dann schließlich endlich zu Innovationen führt, die einen geringeren Ressourcenverbrauch mit sich ziehen und die Umweltbelastung vermindern. Und dann der dritte Punkt, die Budgetsanierung, ist natürlich wirklich ein sehr großes Thema und sehr schwer zu lösen. Aber wenn wir diesen Punkt nicht lösen, dann können wir auch alles andere vergessen. Wenn Kärnten bankrott wird, so wie Griechenland, dann sind wir über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hin gelähmt, uns wieder zu entwickeln. Und da habe ich schon auch genauere Vorstellungen, wie das passieren könnte. Auf jeden Fall wäre es zu Beginn eine genaue Bestandsaufnahme, eine Veränderung des Rechnungswesens. Also es ist ja unglaublich, dass in einem Bundesland wie Salzburg nach 100 Millionen gesucht wird. Also jeder, der ein bisschen was von Rechnungswesen versteht und von Bilanz und so weiter, der kann sich ja nur in den Kopf greifen. Also hier muss grundsätzlich das Rechnungswesen verändert werden und dann in einem Prozess, in einer Prozessbegleitung muss das ganze Budget überarbeitet werden. Wo gibt es Einsparungsmaßnahmen, wo gibt es Alternativen, es müssen Szenarien erstellt werden. Und ich meine, es müssen alle Institutionen und auch die Bevölkerung mit einbezogen werden in dieses große Projekt. Und dann das Letzte bei der Budgetsanierung ist sicherlich die Durchführung einer solchen Budgetsanierung. Also wer ist dafür verantwortlich, was für Fristen gibt es, was für Kontrollmechanismen gibt es. Also das ist an sich ein sehr breites und langwieriges Projekt. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich bei euch allen am Podium ganz herzlich bedanken für eure Teilnahme. Ich bedanke mich auch beim Publikum, dass ihr gekommen seid. Einen Hinweis möchte ich noch geben. Am 21. Februar gibt es eine Veranstaltung der Grünen Wirtschaft mit Christian Felber. Ich weiß noch nicht den genauen Titel. Vielleicht kannst du das sagen. Im Prinzip die Fortsetzung von heute über die Zukunft von Kärnten, sich den Kopf zerbrechen mit spannenden Diskutanten. Christian Felber ist einer davon. Genau. Herzlich eingeladen zur nächsten Veranstaltung. Vielen Dank.